So, hallo, man sieht am Ladebildschirm, dass es eine neue Aufnahmesession ist. Und der liebe Aggressor hat mir geschrieben auf Twitter, dass ich doch bitte mal die Ansicht umstellen soll. Also man kann offensichtlich nicht nur in diesem First-Person-Dings spielen, sondern es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit. Das werde ich gleich mal gucken, ob ich das finde. Ich habe das gar nicht gewusst. Wie immer, ich weiß ja nie was. Und ich glaube, ich habe die Aufnahme zu bald gestartet. Das lädt ja lange. Ich habe vergessen, dass das Spiel so lange lädt. Ah, danke. Gut. Nicht ganz so lange. Okay, ja, man kann also offensichtlich das umstellen. Wir gucken mal gerade, ob ich das finde. Das werden wohl. Sind das dann Grafikoptionen? Oder sind. Bewegungskrankheitsoptionen. Was ist das denn interessanterweise? Sichtfeld? Auf- und Abbewegung? Ah, hier tatsächlich! Über die linke und über die rechte Schulter. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Zurück. Bewegungskrankheitssymptom. Das ist ein interessanter Begriff. Huch! Oh. Ja, Hallöchen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es besser ist. Wir können ja mal ein paar Aufnahmen lang so spielen. Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie war Schnellrennen war hier, ne? Ah ja. Oh, da sieht man jetzt aber dann auch, dass man schnell rennt. Es hat auch was. Es hat schon auch was. Mal gucken, wie das mit Rätsel lösen und so. Mal gucken. Okay, die 7 ist die nächste, ne? Wir sind aus der 6 gerade rausgekommen. Jep. Da haben wir auch alles offensichtlich. Kann ich dann jetzt aber überhaupt noch so zoomen? Ich kann auch weiterhin so zoomen, okay. Es ist ungewohnt. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber das liegt halt daran, weil man das andere gewohnt war. Hätten wir von Anfang an so gespielt, wäre es wiederum andersrum wahrscheinlich ungewohnt. Wir gucken einfach mal. Wie gesagt, ich mach's mal ein paar Folgen lang. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und ja. Einen Stern gibt es hier auch. Ach, und wir dürfen natürlich auch erstmal wieder an den PC gehen. Oh, und erstmal machen wir das hier. Erstmal lauschen wir der weiblichen Stimme, der Vernunft. Als ich in der 9. Klasse war, bin ich mit meinen Eltern nach Pompeji gefahren. Meine erste Reaktion war Staunen darüber, dass ich durch die Straßen einer antiken Stadt ging. Aber dann hatte ich plötzlich Angst. Mir wurde klar, dass ich in einem echten Ort war, in dem einst echte Menschen lebten. Menschen wie ich, mit Müttern und Vätern und Hoffnungen und Träumen. Und jetzt waren sie für immer verschwunden. Ich bin weinend zu meinem Vater gerannt und habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er sagte, ich erinnere mich so deutlich, er sagte, du hast recht. Aber trotzdem sind wir hier, solange Menschen kommen und diese Straße. Am Anfang. Scheiße. Toll. Ach, Elohim, unterbrech mich doch nicht. Wo war das? Tab war das, ne? Ja. Oha. Das ist Zeitkapsel 18. Und das sind. Was? Gibt es Oh, irgendwo. das ist die gar nicht. Ach so. Als ich in der 9. Ich Klasse war, verstehe. bin ich mit meinen Eltern nach Pompeji gefahren. Meine erste Reaktion war Staunen darüber, dass ich durch die Straßen einer antiken Stadt ging. Also den Bildschirm da hinten muss ich mir Aber dann merken. hatte ich plötzlich Angst. Mir wurde klar, dass ich in einem echten Ort war, Elohim wehe. in dem einst echte Menschen lebten. Menschen wie ich, mit Müttern und Vätern und Hoffnungen und Träumen. Und jetzt waren sie für immer verschwunden.
Ich bin weinend zu meinem Vater gerannt und habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er sagte, ich erinnere mich so deutlich, er sagte, du hast recht. Aber trotzdem sind wir hier. Solange Menschen kommen und diese Straßen begehen, ist die Vergangenheit nicht wirklich vergessen. Ja, also hier kann man auch wieder einiges außen herumlaufen. Okay. Gehen wir mal zu diesem PC und dann gehen wir gleich zu dem nächsten PC. Ich glaube, die machen wir gleich beide. Dann haben wir das in einem Abwasch gemacht. So. Okay, hier haben wir auch nur zu lesen. Keine irgendwie... es wird nicht weitergeführt mit dem Benutzerprofil. Das kommt wahrscheinlich später. So, dann dürft ihr jetzt wieder meiner tollen Leserstimme lauschen. Oh Gott. Sie inspizierte das Symbol auf dem Bruchstück, welches sie in der Stadt gefunden hatte. Wieder eine Eule. Was konnte das nur bedeuten? Es schien, als ob sie in diesem Labyrinth vor einer unsichtbaren Hand verstreut worden wären. Um einen Zweck zu erfüllen, der bis jetzt unklar wahrscheinlich... Wahrscheinlich war die Eule das Siegel des Autoren dieser Worte, welches sie so... Das ist eine verworrene Erinnerung wie aus einem früheren Leben. Die Eule war das Symbol und die Göttin draußen unter dem Mond. Und schau mal, das ist irgendwie alles ein bisschen verwurbelt. Denn die Automaten hatten sie entdeckt und ihre mechanischen Arme streckten sich nach ihr. Das Bruchstück und Rand als ihre strahlten sich auf. Das ist ein toller Text, danke. Arma. Ach du Schande. Von der Nadja. Als einer der Gründerinnen der modernen Wissenschaft der Noematik, viele behaupten auch, sie hätten den Begriff selbst erfunden. Wie sehen den heutigen Stand der Wissenschaft? Was? Wie sehen Sie was? Sorry, dass ich zweimal Wissenschaft gesagt habe. Ah, das ist praktisch ein Interview. Da gehört aber ein Wie sehen Sie rein, glaube ich. Ja, das ist das... Ja, da fehlt ein Sie. Gemischt. Auf der einen Seite ist die Existenz des Instituts für angewandte Nomatik und ein paar ähnliche Organisationen sehr ermutigend. Auf der anderen Seite hält uns der Grad zu dem Wissenschaft heutzutage als nur militärischen und wirtschaftlichen Zwecken dienend angesehen wird, meiner Meinung nach davon ab, viele wichtige Forschungsrichtungen zu erkunden. In gewisser Weise sind es Menschen wie Alexandra Duanen, die heute die wahren Pioniere sind, deren Enthusiasmus und Hingabe genau das sind, was dem System im Großen und Ganzen zu fehlen scheint. Glauben Sie, dass Technologie die Menschheit bedroht? Nein, Technologie ist nur ein Werkzeug. Was wir damit anfangen, ist uns überlassen. Das erweiterte Lebensdauerprojekt. Verrückt oder visionär? Beides. Verrückt oder visionär? Beides. Arkadi, bist du das? Glauben Sie... Bis jetzt sind alle Rätsel lösbar und verkommen innerhalb der notwendigen Parameter. Alexandra hatte noch ein paar Verbesserungsvorschläge, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Singularitätsdiskussion. Die technologische Singularität kommt. Desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass niemand tatsächlich Angst davor hat, dass KIs die Weltherrschaft an sich reißen werden. Egal, was so behauptet wird. Was allen wirklich Angst macht, ist, dass jemand vielleicht endgültig beweisen könnte, dass Bewusstsein aus Materie entstehen kann. Und ich verstehe, warum das Angst machen kann. Wenn wir ein denkendes Wesen erschaffen können, was sagt das dann über die Seele aus? Wie können? Es geht wieder los mit dem Gähnen. Es tut mir leid. Wie können wir uns ohne dieses Mysterium noch von Maschinen differenzieren? Und wenn wir nur Maschinen sind, wie können wir dann hoffen, dass der Tod nicht das Ende ist? Was den Menschen wirklich Angst macht, ist nicht die künstliche Intelligenz im Computer, sondern die natürliche Intelligenz, die sie im Spiegel sehen. Schön geschrieben. Okay, gehen wir zum anderen Text. Links. Abschnitt. Vorher... Also, ich glaube, die Level sind alle hier im Kreis rum. Das war ja 1, 2, 3, 4, 5, ne? Und es waren 5 Stück. Kurz gucken. Yes. Das heißt, alles, was außenrum ist, ist in Anführungszeichen extra oder Deko.
oder gehört zu einem größeren Puzzle, um letztendlich an den Stern zu kommen. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Am Anfang. Okay, da ist direkt Ende. Danke, Elohim. Gut, dann laufen wir zu dem PC, der da hinten war. Dann haben wir den auch gleich weggefrühstückt. Und ich darf wieder lesen. Und dann haben wir aber das mit dem Lesen, glaube ich, auch rum. Aber dass hier die Stimme gleich gekommen ist, war ein bisschen ungünstig. Das hat mir meine tolle... Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Oh. Ja, das ist jetzt ja sehr viel los hier mit dem PC. Na gut, dann lassen wir den PC eben PC sein. Der will nicht mehr. Okay, dann würde ich erstmal sagen, wir gehen durch die Level. Denn ich glaube, viel Ausdruck hier zu suchen lohnt sich jetzt auch nicht. Fangen wir doch einfach hier an, wenn wir schon hier sind. Nadellochfenster. Okay, wir haben wieder mit Lasern, also Laser in Anführungszeichen zu tun. Ach, die Dinge habe ich jetzt gar nicht gesehen. Es wird immer schwieriger, die Siegel zu erreichen. Ich fürchte, was der nächste Tempel bereithält. Und am Ende was? Das ewige Leben? Es muss einen anderen Weg geben. Das ist an sich korrekt. Okay, wo wollen wir hin? Es ist echt ungewohnt, so zu spielen. Vor allem, weil die Maus sich so komisch dann bewegt, wenn das so... Okay. Habe ich das gerade gelesen? Das war das, was wir gerade hatten, ne? Das war von Sheep, ja. Also... Aber vielleicht gewöhnen wir uns dran. Das brauche ich jetzt gar nicht auslösen, weil das funktioniert ja eh nicht wirklich. Außerdem wollen wir die Rätsel ohne Hilfe lösen. Ganz gerne. Okay, hier ist ein rotes. Da kommt dann das blaue raus. Da ist das... Komme ich zu dem Gerät schon hin? Kann ich das schon nehmen irgendwie? Ach, da komme ich einfach hin. Okay, das ist gut. Und hier kommt das andere rote raus. Aber da komme ich nicht rein, ne? Nee, noch nicht. Okay, ich nehme dich mal mit. So, jetzt muss ich allerdings hier das Rote irgendwo herholen. Komme ich da ran? So komme ich an das Rote, aber jetzt sehe ich davon das andere Rote wieder nicht. Doch, könnt ihr gerade hinhauen, oder? So. So, funktioniert das? Offensichtlich. Okay, jetzt ist hier offen. Oh, das sind noch... Huch! Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie ich das mit einem alleine lösen soll. Jetzt kriege ich sogar zwei neue. Okay, jetzt bin ich überfragt, warum es schwerer werden soll. Dann ist das doch gar nicht mehr so schwer, oder? Ich müsste ein bisschen... Den hier müsste ich ein bisschen anders hinstellen. Das... Das Problem ist, dass ich ja nicht die überkreuzen kann. Und ich muss den hier offen lassen, damit der blaue hier rauskommt. Das ist schon mal ganz klar. Was ich auch muss, ist den hier aufmachen. Ah, warte mal. Ist der jetzt einfach offen? Kann ich den blauen jetzt einfach nehmen?
Ach nee, da geht jetzt ja auch der Strahl durch. Ah. Und wie... Das muss ich mir auch noch überlegen. Ich weiß noch gar nicht genau, von wo aus ich dann den blauen auslösen. Ah so, doch. Das sollte dann von hier aus funktionieren. Ja, das geht dann halt... Blockiert der noch irgendwo? Nein, blockieren würde er nicht, ne? Ja, er würde funktionieren. Wenn das jetzt richtig aufgemacht wird. Ach so, warte mal. Wir können doch das anders machen. Wir können das doch so regeln, dass wir einmal den hier aufmachen. Wie weit kann ich weg? Ich glaube, so erwische ich ihn noch, ne? Ja. So ist der offen. Und jetzt brauche ich den hier. Und jetzt würde es eigentlich reichen. Ah, das wird hier den blauen blockieren. Blockiert jetzt hier den blauen. Die Frage ist jetzt wiederum, kriege ich vielleicht... Na, durch das Gitter geht's nicht. Durch das Gitter geht es nicht durch. Also, will ich den blauen umstellen oder den roten? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Der blaue müsste hier enger. Der rote müsste weiter außen rum. Aber das heißt, der rote muss besser da ein paar. Okay, warte, ich muss den hier mal umstellen. Vielleicht ein bisschen. Er muss auf jeden Fall den hier erreichen und den hier. Erreicht er ihn hier noch? Okay, er erreicht ihn hier noch. So. Welches war jetzt mein roter? Der hier. Oh shit. Es ist da ein Felsen davon. Na toll. Jetzt habe ich den genau vor den Blöd. Also von hier aus kann ich den Laser auf keinen Fall auslösen. Das ist schon mal ganz klar. Den Laser, den Ding da hinten, weil dann geht er direkt durch. Das wollen wir nicht, das wäre schlecht. Ich kann nur den hier von hier aus machen. Nein, muss ich ja gar nicht. Nein, 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 Moment. Das muss ich erstmal ja gar nicht machen. Passt mal auf. Sollte das funktionieren, wäre das ganz cool. So, der blaue hier ist nach wie vor aktiv. Jetzt kann ich doch... Hier... Hier... Der blaue muss gleich ein bisschen weiter nach vorne. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, das war sehr smart. Ach. Ist das
So. Okay, der trifft. Und jetzt trifft er auch. So. Und was wir jetzt noch brauchen, ist hier den roten. Wenn ich jetzt... Ach so, ja, ich kann aber keinen Connector wegnehmen. Ah, shit, wenn ich jetzt nämlich einen Connector wegnehme, bricht ja wieder alles zusammen. Okay, dann muss ich gucken, wie weit ich vorgehen kann mit der Geschichte, dass das immer noch trifft. Würde das jetzt treffen? Oder geht das hier durch? Das geht hier durch, ne? Das würde nicht treffen. Ah, hier ist Ende. So. Enger kriege ich ihn nicht. Oh, das könnte funktionieren. Du kommst wieder hier hin. Ah, das wird echt eng. Ziehe ich den von dem. Kriege ich den von da aus irgendwie angepeilt? Oh boy, oh boy. Also ihn werde ich treffen, ne? Ich setze jetzt genau hier ab. Und wir gucken mal. Du bist der Rote, ne? Genau. Das sollte passen. So. Ja, das haut hin. Und dann genau hier abstellen. Nice. Tja, hat ein bisschen gedauert, aber nice. Hat funktioniert. Okay. Haben jetzt aber auch schon die ganze, das ganze... Ah, nee, wir haben nicht den ganzen Part für dieses Rätsel gebraucht. Wir haben ja die anderen Sachen auch gemacht. Okay. Dann, denke ich, belassen wir es dabei. Und gucken uns das nächste Mal die anderen vier hier an. Je nachdem, wie lange ich brauche für einen. Und wie gesagt, diese Aufnahmesession über wird mal so sein. Ihr könnt ja bitte euer Feedback hinterlassen, ob das jetzt komplett unerträglich geworden ist oder ob es so besser ist. Es ist halt, wie gesagt, anscheinend für Bewegungskranke, die mit dem First Person nicht ganz so gut klarkommen. Bewegungskranke klingt auch irgendwie so komisch. Okay, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Jo, nächstes Mal geht's dann hier weiter. Tschüss.